Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu einer neuen Horoskoplegung in der Liebe für die kommende Woche, nämlich den 31. Mai bis 6. Juni. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen auch an alle, die neu auf meinem Kanal sind. Ich würde mich freuen, wenn euch die Art und Weise, wie ich Karten lege und deute, gefällt, dass ihr ein Abo dalasst, einfach damit der Kanal wachsen kann. Vielen Dank auch an dieser Stelle für alle, die mich bereits abonniert haben und Kommentare schreiben und Likes verteilen. Das gibt mir ganz viel, ja. Also ich weiß, das sagen immer alle, aber das ist wirklich, ich freue mich über jeden Abonnenten, der neu mit dazukommt und ich freue mich über jedes Kommentar. Das bestätigt mich einfach, dass die Art und Weise, wie ich für euch da bin, euch Karten lege, ja, richtig ist. Ja, also vielen Dank. Genau, ich will gar nicht weiter drum rumreden. Vergesst nicht, euch auch euer Aszendentzeichen anzuschauen, denn ab einem Alter von 30, 35 hat hier der Aszendent einfach noch mal eine größere Rolle. Ja, und genau, also nochmal eine größere Rolle und deswegen guckt ihr einfach auch nochmal, ob ihr auch dort resoniert. Ich habe gerade, also ist gerade rausgefallen, ich habe noch nicht richtig gemischt. Lass Kontrolltremen los, gib dir Mühe, Verlobung und Finanzen und Karriere. Ja, also wir gucken mal, was ich hier zeigen will für die lieben Jungfrauen. Für die lieben Jungfrauen, für die kommende Woche. 31. Mai bis 6.6. Was ist hier in der Liebe? Mit was können wir rechnen? Was für Energien kommen hier nächste Woche auf euch zu in Bezug auf die Liebe? Was kommt hier in Bezug auf die Liebe auf euch zu, liebe Jungfrau? Na? Für die Jungfrau. Ich hätte gern eine Karte, mindestens. Oder mehr, aber eine hätte ich. Okay. Kinder. Kinder haben Einfluss auf dein Liebesleben und die wahre Liebe hat sich gerade noch gezeigt. Sie will gar nicht weg, ich will sie zurückschieben und sie macht immer den hier. Na dann. Wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Ja. Das kann hier auch einmal. Also wirklich auch für deine Kinder stehen, ja, dass die Kinder hier wirklich als Kinder die Bedeutung haben. Aber Kinder bedeuten auch immer eine Leichtigkeit, einen Neuanfang. Und das kann hier auch einfach eine neue Liebe bedeuten, ja, die mit Leichtigkeit zu dir kommt. Ja, wir gucken uns das gleich mal genauer an. Liebe geistige Welt. Für die lieben Jungfrauen von 31. Mai bis 6. Juni. Ja, folge deinem Herzen, folge deinem Gefühl, folge deinem Bauchgefühl. Ja, gehe deinen Weg. Okay, vier Karten. Sei die Herrscherin deines Lebens. Ja. Du bist diejenige oder derjenige, der hier entscheidet, wie sein Leben weitergeht, was du zulässt und was nicht, ja? Welche Freunde du mitnimmst oder auch nicht. Du bist diejenige, die hart daran gearbeitet hat, dahin zu kommen, wo sie im Moment ist, ja, oder da, wo sie steht. Du bist bei 8 der Münzen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, super, aber ich versuche schon die ganze Zeit irgendwie weiterzukommen, aber es tut sich irgendwie nichts, dann sage ich euch, ja, es wundert mich nicht, denn das Fundament ist nicht gut, ja. Und deswegen wird hier nächste Woche vielleicht auch noch mal ein Schreckensmoment sein, der hier deinen Turm, alles, was du bis dato erschaffen hast, ja, an dem du gearbeitet hast,
nochmal zusammenbrechen lassen wird. Ja, das kann beruflich sein, das kann privat sein, das kann Tatsache auch in Bezug auf die Kinder sein. Ja, aber das hilft dir, dieser Turmsturz hilft dir, 10 der Münzen zu erreichen. Denn aktuell befindest du dich bei 8 der Münzen und kommst irgendwie nicht weiter. Und deshalb braucht es hier ein Ereignis, eine Nachricht, ein Gespräch, ja, irgendwas, was dich aus dem Nichts treffen wird und dafür sorgt, dass hier der Turm nochmal, ich sag mal, zusammenfällt und du ihn aber nochmal von Grund auf aufbauen darfst. Und dann kommst du hier auch dorthin, wo du hin willst. Ja. Wir gucken mal, ob wir hier für den Turm, hätte ich gerne eine Klärungskarte. Aha. Irgendwas im häuslichen Bereich. Und der Turm ist im Endeffekt ja auch ein Haus, das man sich gebaut hat, ja. Eine Sicherheit, eine Komfortzone, eine Partnerschaft kann das auch sein, die irgendwie, obwohl man viel daran gearbeitet hat und obwohl sie gut ist, nicht das erreicht, wo man hin wollte. Ja. Und deswegen muss das, weil irgendwas nicht richtig ist, ja, das Fundament stimmt hier nicht. Und deswegen darf das hier nochmal abgetrennt werden. Ja? Darf das nochmal, ich sag mal, einstürzen, dann, bevor man dann weiterkommen kann. Okay, ich hätte gern für den Pagen der Stäbe auch noch eine Karte. Für den Pagen der Stäbe. Für den Pagen der Stäbe. Es gilt, den Turm zu verlassen. Es gilt, sein Bauchgefühl, seine Intuition, der zu folgen und den Turm zu verlassen. Ja, was auch immer du dir aufgebaut hast, woran immer du auch hier hart gearbeitet hast, ja, das kann ein Job sein, das kann eine Beziehung sein, das können hier auch Kinder sein, wie gesagt, ja. Das gilt es, in seinen starren Verhaltensweisen, ja, loszulassen, die Komfortzone zu verlassen, das Haus zu verlassen, ja, um hier als Herrscherin das zu bekommen, was dir auch zusteht, nämlich 10 der Münzen und nicht nur 8. Ja. Wow, wir haben total tolle Aussagen im Moment in allen Sternzeichen. Ja. Es ist Zeit, dass du dem Feuer folgst, dem Bauchgefühl, ja. Und wenn du schon 20 Jahre in der Ehe bist und die immer nicht verkehrt war und ihr lange daran gearbeitet habt, aber das nicht 100% das ist, was du willst, dann gilt es, auch diese alte Struktur, dieses Haus, diese Komfortzone dieser Ehe, ja, loszulassen und neue Wege zu gehen. Ja. Folge deinem Gefühl. Du kannst das. Ja. Du hast alles, was du brauchst. Und du hast dich hier als Herrscherin hingelegt. Du weißt also, dass du alles kannst, dass du alles hast, das auch zu tun. Ja. Du bist intelligent genug. Du bist aktiv genug, ja, du folgst deinem Herzen, du folgst deinem Gefühl, du folgst deiner Intuition, aber du machst es auch intelligent, ja. Das Einzige, was hier die Herausforderung ist, ist im Endeffekt, diesen ersten Schritt zu tun. Zu sagen, mein lieber, 20 Jahre Ehe, es war wunderbar, wir hatten eine tolle Zeit, aber es wird Zeit, dieses Gerüst einstürzen zu lassen, ja, weil du mehr willst. Und das darfst du haben. Hab große Träume, ja, hab große Visionen von deinem Leben, für dein Leben. Die hast du nicht umsonst. Gut. Wir gucken auf der Erweiterung bei Vimeo quasi, dann gucken wir, was bei deinem Gegenüber los ist.
Und wir haben hier eine neue Liebe liegen, ja? Also nicht die, in der du schon drin steckst, sondern hier liegt jemand Neues, mit dem du 10 der Münzen leben kannst, ja? Den schauen wir uns quasi an, was die Engel dazu sagen. Mit dem Tarot schauen wir, wie bei dir, was das hier in der Tiefe nochmal bedeutet, was er hier auch für Themen hat, ja, wie es ihm im Moment geht. Mit dem Lenormand kläre ich nochmal, wenn ich das Bedürfnis habe. Und mit dem Sexual Magic Tarot schauen wir hier einfach auch nochmal, wie es sich partnerschaftlich zeigt, ja, was hier auf euch zukommt, auf dich und diesen neuen Menschen, ja, der hier liegt. Genau, und wenn ich es fühle, das kommt aber tatsächlich wirklich aufs Gefühl an, sehe ich hier auch noch eine Orakelkarte für dein Gegenüber. Genau. Meine Lieben, ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Die Erweiterung findest du unterhalb des Videos in der Infobox. Für alle, die noch keinen Kommentar da, also genau, für alle, die noch keinen Kommentar dagelassen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Und für alle, die noch kein Abo dagelassen haben, freue ich mich auch über Abo. Danke, tschüss!